Ich habe zu meiner Linken und werde die Podiumsteilnehmer selbstverständlich die Damen zuerst, und zwar nicht des Weltfrauentages wegen, sondern einfach der Grunderziehung wegen. Ich werde mit den Damen beginnen und dann hart nach dem Alphabet gehen. Frau Christine Gref zu meiner Linken. Wird das eigentlich Director General Communication oder Directeur General Communication ausgesprochen? Der Europäischen Zentralbank. Sie leitet die gesamte Kommunikationsstrategie der Europäischen Zentralbank. Ihre beruflichen Stationen waren unter anderem Kleinwort Benson oder Burson Marsteller und viele andere. Ganz zu meiner Linken ist Professor Gabriel. Er ist Direktor des Internationalen Zentrums für Philosophie in Nordrhein-Westfalen. Professor Gabriel studierte Philosophie, klassische Philologie und neuere deutsche Geschichte, Literatur und Germanistik. Jens Spahn zu meiner Rechten. Eigentlich nicht zu übersehen, ehrlich gesagt. Mitglied des Deutschen Bundestages, also der Legislative dieses Landes und parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für besondere Aufgaben und der designierte und sicherlich zukünftige Bundesgesundheitsminister. Spahn ist von seiner Ausbildung her Bankkaufmann und nach dem Abschluss der Ausbildung in einer Immobilienbank tätig oder war dort tätig. Und parallel zu der Tätigkeit als Bundestagsabgeordnete studierte Spahn Politikwissenschaften. Spahn gründete 2017 den sogenannten Fintech-Rat. Spahn möchte Deutschland als ein Fintech-Hub Nummer 1 in der EU etablieren. Finde ich sehr spannend, was in diesem Zusammenhang, in dieser Diskussion uns erwartet. Frank Strauß zu meiner Linken. Frank Strauß ist Vorsitzender des Vorstandes der Deutschen Postbank. Frank Strauß ist ehemaliger deutscher Profi-Eishockeyspieler und ich glaube, da zu Ende der Olympiade müsste im Hause Strauß einiges los gewesen sein. Neben seiner Sportkarriere absolvierte Strauß seine Ausbildung bei der Filiale der Deutschen Bank in Iserlohn. Nach Abschluss der Lehre wurde er Berater für Privat- und Firmenkundengeschäft. Zwischen 2003 und 2005 baute er das Privatkundengeschäft der Deutschen Bank von Mumbai in Indien, Vietnam und China aus. Seit Juli 2011 ist Frank Strauß Vorstandsmitglied der Postbank und ab 2012 wurde er deren Vorstandsvorsitzender und Frank Strauß begleitet unterschiedliche Aufsichtsratsmandate. Und ganz zu meiner Rechten sitzt Professor Götz Werner. Er ist Gründer und Eigner von DM Drogerien. Professor Werner ist Gründer und aber jetzt Aufsichtsratsmitglied des DM Drogeriemarktes, war 35 Jahre lang Geschäftsführer. 1963 ist mein Geburtsjahr und offensichtlich das Entstehungsjahr dieses Kanzlerbungalows, waren Sie aber Jugendmeister im Doppelzweier. Früher auch mal gerudert, aber dahin habe ich es nie gebracht. Professor Werner ist bekennender Anthroposoph, richtet seine Unternehmensphilosophie nach dem Prinzip der Persönlichkeitsentwicklung aus. Vertrauen und Kreativität sind ihre wesentlichen Punkte für die Führung. Daher sieht er auch in seinen Mitarbeitern, und das fand ich sehr bemerkenswert, keine Personalkosten, sondern Kreativkosten, Kreativposten mit Mitarbeitereinkommen. Offensichtlich ist diese Unternehmenskultur überaus erfolgreich. Der erste DM-Markt wurde 1973 in Karlsruhe eröffnet. Heute ist DM in 12 europäischen Ländern mit rund 3.450 Filialen vertreten, beschäftigt 59.000 Mitarbeiter. Der Umsatz liegt bei 10,3 Milliarden rundum. Professor Werner setzt sich aber auch für das bedingungslose Grundeinkommen ein, und zwar in unterschiedlichster Form. Das werden wir auch noch zu diskutieren haben. Um einzusteigen, würde es mich freuen, wenn ich Sie als Podium einmal fragen könnte, und wir können einfach von links nach rechts durchgehen, was Sie unter Digitalisierung verstehen. Denn ich bin in vielen Branchen unterwegs und da kommt meistens, das ist irgendwie Internet und ein Online-Shop. Und ich glaube, das ist zu kurz gesprungen. Herr Gabriel. Ja, also insgesamt ist Digitalisierung eine Umstrukturierung von Informationsverarbeitung. Also der Unterschied zum Digitalen ist das Analoge. Die Idee kann man sich bekanntlich so veranschaulichen, dass das Analoge in etwa dem Diskreten, dem Kontinuierlichen entspricht. Das heißt, wir haben vage und verschwommene Verhältnisse. Und wenn man vage und verschwommene Verhältnisse in klare Strukturen übersetzt, denken Sie an den bekannten binären Code von 1-0 und jetzt können Sie einen Algorithmus über klar unterschiedene Gegenstände laufen lassen, dann haben Sie einen Vorgang digitalisiert. Das ist das grundlegende Prinzip der Digitalisierung. Das ist im Grunde genommen nichts anderes als philosophische und mathematische Logik aus dem 19. Jahrhundert, übersetzt
in eine Computersprache durch Alan Turing. Und dieser Vorgang ist dann irgendwann entdeckt worden im Zusammenhang mit der Automatisierung. Das wurde ja eben schon angesprochen. Also in dem zufälligerweise auch noch von anderem Ende her die industrielle Revolution uns neue materielle Maschinen zur Verfügung gestellt hat, passte dies haargenau zur Kryptographie und den neuen logischen Entdeckungen. Und das ist die grundlegende treibende Kraft der Prozesse, über die wir hier, glaube ich, sprechen, aus philosophischer Perspektive. Ja, für mich heißt die Digitalisierung, dass sie am Ende dem Kunden viel mehr Macht gibt und auch Transparenz gibt, ihm die Möglichkeit gibt, viele Informationen und viele Sachen schneller und klarer zu bekommen, um daraus welche Entscheidung auch immer zu treffen. Und sie schafft eine Demokratisierung von vielen Informationen und auch von vielen Sachen, die man tun kann. Und von der Seite ist es natürlich unglaublich viel mit Technik zu tun, aber wenn man davon weggeht, sozusagen, verändert sich viel der Perspektiven auch in den Geschäften. Frau Greif. Dazu verbinden würde ich vielleicht das ganze Thema Vernetzung, wenn man die Daten hat, die man eben von analog auf digital verwandelt hat. Haben wir jetzt einfach viel, viel mehr Daten, auch durch die besseren Technologien, die wir haben, die verschiedenen Möglichkeiten. Insofern das verbunden mit der Automatisierung, wo wir öfter Schnittstellen haben, haben wir zum Beispiel das Thema Machine to Machine. Maschinen können miteinander sprechen, was wir vorher nicht hatten. Dadurch haben wir wieder Daten. Über diese Daten können sie zum Beispiel warten, Maschinen warten, ohne persönlich hinzugehen. Insofern ist für mich das Thema Vernetzung das Wichtigste. Und dann dazu kommt aber auch die ganzen Kundenaspekte und inwiefern die Kunden davon profitieren können. Mhm. Herr Spahn. Wie soll man das jetzt besser machen als ein Philosoph, ist gerade da gestellt. Schwer. Ich meine, gesagt, dass das ein einfaches Problem ist. Das ist wahr. In Bonn ist sowieso immer anspruchsvoll alles, ich weiß. Insofern, um es auch nochmal aus einer Perspektive zu nehmen, die ich auch rund um Fintech und Blockchain und anderes kennenlerne, also neben Information, Kommunikation, die viel direkter, viel schneller ist, ist es was in der Wirkung die sogenannten Intermediäre überall wegnimmt. Also diejenigen, die wir haben, also jetzt mal Blockchain extrem, macht im Zweifel sogar einen Beruf wie den des Notars überflüssig, der ja klassisch so ein Zwischenstück ist, um in einem Geschäft zwei Partner zu verbinden und das revisionssicher, wie es so schön heißt, dann auch niederzulegen. Aber wenn Sie es zu Ende denken, Frau Gräf hat gerade schon darauf hingewiesen, auch Sachen werden möglicherweise im Konto haben. Sie können, irgendwann ist selbst Miseria überflüssig als Intermediär, weil Sie können an eine Birne in Indien 10 Euro überweisen, damit die nächsten 2 Jahre leuchtet, in einem Slum meinetwegen, um eine gute Tat zu tun. Und sie brauchen gar nicht mehr Miseria oder dazwischen, weil sie es direkt an die Birne überweisen und die leuchtet dann einfach. Das heißt also, es ist für mich an vielen Stellen, wo ich das im Moment politisch bearbeite, eigentlich das Wegfallen von Intermediären, von zwischengeschalteten Verbindungsinstitutionen, und meistens stecken dahinter natürlich dann auch Menschen, weil es eben direkt geht. Mhm. Und das hat ein paar Herausforderungen offensichtlich. Vielen Dank. Naja, ich werde in den Filialen oft gefragt von den Kollegen, was das mit dem Digitalisieren hat. Ich sage, weiß ich eigentlich auch nicht. Ja, kann Ihnen nur sagen, bisher ist es so, dass die Maschine dem Menschen hilft. Und wir kommen immer mehr in eine Situation, dass der Mensch der Maschine hilft. Sozusagen, dass das System und dass die das ist auch das Problem für unser Bewusstsein, dass sich das verändert. Dass wir eine andere Beziehung haben zu den Maschinen. Wenn man da gleich einsteigt, also es gibt ja unterschiedliche Branchen, die jetzt schon sehr stark von der Digitalisierung beeinflusst sind. Die Medienbranche ist offensichtlich, aber auch der Handel, und zwar insbesondere der Einzelhandel. Welchen Einfluss hat dieses Thema Digitalisierung auf die DM-Märkte und wie gehen Sie damit um? Na, wir können halt unsere Prozesse immer ganzheitlicher abbilden, ne? und dadurch immer mehr auch dienlich machen. Und das müssen wir im Auge haben, ne? dass die Menschen nicht aus unseren Prozessen heraus katapultiert werden, sondern dass sie nach wie vor spüren, dass es ihnen hilft. Dass sie es nutzbar machen. Das ist richtig, aber die Sorge des Einzelhandels ist ja nicht ganz unberechtigt. Bei Drogerien ist es noch ein Teil anders, weil es teilweise sehr niedrigpreisige
Güter sind, die einfach sehr schwer dann zu verschicken sind, kostendeckend. Aber im Textilbereich und so weiter, da sind schon die großen Spieler, die die Einzelhandelsfilialen leer machen. Naja, also der Einzelhandel hat immer Sorgen. Ne? Das ist schon mal vorab. Ne? Also das, egal was kommt. Ein Team mit der Landwirtschaft und anderen Branchen, ja. Hat immer Sorgen. Und entscheidend ist für uns, ob wir unsere Prozesse so nah an unseren Kunden, ne? Und die Kunden sind natürlich immer in erster Linie mal die Kolleginnen und Kollegen in den Filialen, das sind unsere Mitarbeiterkunden, dann die kaufenden Kunden, ne? Die kaufenden Kunden, die machen ja sowieso, was sie wollen. Ne? Mhm. Und wenn sie bezahlen an der Kasse, haben wir noch Glück gehabt. Ne? Und dann die Lieferanten, die stellen sich auch unsere Kunden. Ne? Und dass wir die in einer Weise unser Geschäft transparent machen, dass sie das Vertrauen haben und sagen, ja, also hier bin ich Mensch, hier kaufe ich ein. Mhm. Ne? Okay. Ja, das ist ganz wichtig, dass Sie als Kunde nicht das Gefühl haben, hier bin ich das Portemonnaie, hier kaufe ich eine, hier werde ich geplündert. Die Frage ist ja nur noch, wo hier ist, weil ich meine, die Tage bei einem Shop-Software-Hersteller, es wird ja irgendwann so sein, Sie setzen sich eine Brille auf, im Zweifel haben Sie noch irgendwas, was haptisch Dinge nachbildet und Sie gehen gar nicht mehr raus zum Einkaufen, sondern Sie können alles und selbst mit Anfassgefühl sozusagen zu Hause aus dem Regal nehmen und sind nur noch Virtual Reality in einer virtuellen Welt. Und dann ist natürlich die Frage, wie viele Filialen Sie haben, braucht man all diese Filialen dann noch? Und richtig. Das ist aus Kundensicht natürlich die Frage. Ich meine, bis hin zum Extremfall ist ja für mich immer, ETB ist ja gerade in Berlin, da haben wir auch eine Debatte gehabt. Urlaub! Ja. Was ist eigentlich, wenn ich irgendwann einen Anzug anziehe, Brille aufsetze und ich fühle mich wie an der Karibik, Wasser ist auch noch da und muss gar nicht mein Wohnzimmer verlassen? Das ist halt die Frage, wie viel da mitmachen. Was macht das eigentlich mit einer Tourismusbranche? Also wenn du das alles mal durchspielst, jetzt mal aus Konsumentensicht, dann hat das natürlich für die, die bis jetzt anderes bereitgestellt haben, ziemlich disruptive Folgen, wie es dann so schön heißt. Aber das und, also sind wir im Zweifel erst am Anfang. Herr Spahn, als ich in die Lehre kam, da hatten die Versandhäuser, also mit den dicken Katalogen, die hatten einen Marktanteil von 7-8%. Das hatte bis heute noch nicht einmal der Onlinehandel. Ne? Also das aber der hat sehr hohe Wachstumsraten. Ja, nein, ich bin dabei. Klar, also die Frage, die wir hier diskutieren, ist ja, wie gehen wir damit um? Ne? Ja. Und wenn ich einmal rübergehen darf zu Herrn Strauß, Bill Gates sagte, Banking is necessary, banks are not. Ist das ein bisschen Ihre Meinung, wovon ich davon ausgehen kann, dass vielleicht nicht ein schreiendes Ja jetzt kommt, aber wie wird eine Bank in 10 Jahren aussehen? Ich glaube, es ist ganz klar, dass sich das Bankgeschäft fundamental im Moment ändert. Es ist ja auch nicht so, dass wir am Anfang der Entwicklung sind. Da bin ich komplett dabei. Wenn wir auf uns selbst gucken, wir haben jetzt irgendwie schon 6-7 Millionen Kunden, die komplett ihre Geschäfte online machen. Von der Seite, wir sind mittendrin, also es ist nicht irgendwie der Anfang der Entwicklung. Trotzdem entwickelt es sich radikal weiter. Und das, was Herr Spahn gerade sagte, sozusagen, was sind neue Technologien? Welche Rolle spielt ein Mensch in diesen Prozessen? Sowohl wie nutzt der Kunde den, was sind die Berater in dem Zusammenhang, sind, glaube ich, ganz wesentliche Fragen. Manchmal glaube ich persönlich, dass wir die Geschwindigkeit überschätzen in einer Richtung, gerade in einer regulierten Branche. Das heißt nicht, dass für uns radikale Veränderung zentral und wichtig ist. Aber ich glaube, wenn man die aktiv angeht sozusagen, kann man gerade in Organisationen, wir haben 20.000 Mitarbeiter sozusagen, die man von heute nach morgen bewegen müssen, da bin ich komplett bei Ihnen, Herr Professor Werner, glaube ich, kann man, wenn man es angeht, mit einer schnellen Evolution am Ende auch bewältigen. Und Banks are necessary in der Frage. Ich glaube schon, aber sie werden sich grundlegend verändern und sind einfach Herausforderungen da sozusagen. Es gibt Wachstum, was da ist. Man guckt immer auf die kritischen Themen. Es gibt ganz viele positive Themen, die da sind. Und es gibt auf der anderen Seite Effizienzherausforderungen, die das mit sich bringt, weil gewisse Jobs werden zukünftig so nicht mehr sein. Dafür aber andere. Und ich glaube, das ist das, wo wir stehen. Und die Frage ist, wie wir eben damit umgehen. Also bereitet sich ein Haus für die EZB? Gibt es dort Thinktanks? Bereiten die sich darauf vor und sagen, wenn die Bankenlandschaft sich ganz erheblich verändert, oder haben wir über erstens die überhaupt die Hypothese, dass sie sich verändert? Und zweitens, wenn ja, in welche Richtung?
Und das Dritte ist, wie bereitet sich eine EZB möglicherweise darauf vor? Also nehmen wir nur mal Zahlungsverkehr. Die hat mir gerade mal eine Zahl rausgeholt. Das ist jetzt China, nicht mit WeChat und Tencent. Also Herr Ma hatte gerade mal verkündigt, 1 Milliarde Konten. Also das Unternehmen ist 2011 gegründet. Das meine ich mit exponentiellem Wachstum. Da will ich auch gar keine Angst machen oder so etwas in der Richtung. Aber ist das irgendetwas, was in Ihrem Hause fundamental diskutiert wird und sagt, vielleicht haben wir in 10 Jahren eine völlig andere Landschaft? Ich glaube, jede Branche verändert sich. Aber übrigens, das Zitat von Herrn Gates ist fast 30 Jahre alt. Mhm. Und die Banken sind da. Und persönlich glaube ich auch, dass die Banken auch weiterhin da sein werden. Und sie sind wichtig. Gerade deshalb hatten wir so eine massive Diskussion rund um Werte, weil gewisse ethische Probleme natürlich dazu geführt haben, dass wir unter anderem eine Bankenkrise hatten. Aber die Digitalisierung verändert die Banken, aber auch im Positiven. Also wenn ich mir überlege, wir reden über Prozesseffizienz, wir reden davon, dass wir möglicherweise in der Tat Filialen schließen. Das muss ja nicht schlechter sein für den Kunden. Und das kann dem Banker ja auch ermöglichen, sich zu überlegen, wie sollen denn eigentlich dann die Filialen aussehen. Insofern ist ja auch ein Hauptteil einer erfolgreichen Marktwirtschaft die Innovation. Und da sind die Banken, so wie ich sehe, sowohl in der Zusammenarbeit mit Fintech, wie auch viele Banken kaufen Fintech sehr, sehr weit voran und treiben das an. Und als Zentralbank und auch als Aufseher bereiten wir uns darauf vor, zusammen mit den Banken, zusammen mit Fintechs, über verschiedene Thinktanks, über sehr, sehr viele Zusammenarbeit auch mit Universitäten, die da sehr stark dahinter sind. Und ich glaube, es wird sich verändert, aber zum Positiven. Ja, also ich bin gar nicht pessimistisch. Ich glaube auch nicht, dass es sich zu einem grauenhaften Bild entwickelt. Die Frage ist, wie kriegen wir die Transformation hin? Ja? Und wenn ich eine Bank nehme, und das gilt vielleicht auch für die Postbank, und nehme mir einen normalen Konsumentenkredit und Credit Tech braucht dafür 8 Sekunden ungefähr. Ja, dann ist aber das auch eine Bank. Also Banking bleibt. Und es gibt im Zweifel mehr Banken und nicht weniger. Richtig. Weil Bankdienstleistungen wie Kredite, ich meine Amazon, hier Alibaba, Sie haben WeChat angesprochen, die vergeben per WhatsApp, also WeChat-Gruppe, WhatsApp-Gruppe, vergeben die Darlehen. Richtig. Bis jetzt relativ unreguliert, China beginnt das gerade zu ändern. Aber im Grunde ist das mittlerweile eine der größten Banken in dem Bereich der Konsumentenkredite, die es in China gibt. Es ist nicht eine Bank weniger entstanden, sondern eine Bank mehr. Und im Grunde ist sozusagen die Folge, die auch durch Datenverarbeitung, durch die Möglichkeit, direkt beim Kaufen sozusagen das Produkt gleich mit anzubieten, das haben ja die Autohändler eigentlich begonnen, die Autohersteller, nicht Autohändler, Autohersteller, VW Bank, Mercedes Bank, sozusagen zum Produkt gleich noch die Finanzdienstleistung anzubieten. Mhm. Und das wird im Zweifel eher mehr. Deswegen werden es, glaube ich, nicht, dass das Ende von Banken ist. Es ist vielleicht eher das Ende von Banken in Teilen, wie wir sie heute kennen. Aber es werden mehr Banken und Finanzdienstleister sein und nicht weniger. Ich finde, man muss zwei Sachen auseinanderhalten. Sie sprechen zu Recht an, was verändert sich. Also wenn Sie bei uns gucken, wenn Sie vor 6 oder 7 Jahren ein Konto öffnen wollten, dann dauert es halt 2, 3 Tage oder 4 Tage oder 5 Tage. Heute machen Sie das, können Sie gleich im Anschluss machen, 5 Minuten sozusagen, dann ist das offen und Sie können es benutzen. Das ist der Prozess und ich glaube, da passiert, dann bin ich bei Ihnen, was sehr, sehr Gutes. Nämlich, dass Kunden eine Dienstleistung, die nicht besonders bequem ist, nach vorne gerichtet einfach bekommen. Jetzt lass uns aber mal einen Schritt zurück. Was sind eigentlich Banken? Banken haben ja ein paar Funktionen im Wirtschaftskreisraum. Ich glaube, dass wir mit dem Know-how, was wir haben, auch mit dem Daten-Know-how, am Ende eine echte Stärke im Risikomanagement haben. Von der Seite müssen wir in der Lage sein, wenn wir einen sauberen Prozess bauen, es besser machen zu können als ein Fintech. Zweitens, ich glaube, gerade die Finanzkrise hat gezeigt, am Ende rund um Einlagen beispielsweise, welche Bedeutung Vertrauen im Bankgeschäft spielt. Ein ganz toller Wert, den Sie auch am Anfang angesprochen haben. Und Geld hat unglaublich viel mit Vertrauen zu tun. Und dazu ist am Ende auch die Rolle einer Marke, einer Institution sozusagen, was eine wesentliche Rolle spielt. Und ich glaube, man muss diese beiden Sachen ein bisschen auseinanderhalten. Auch einen Ratenkredit, den Sie bei uns auch 3 Tage in der Vergangenheit brauchte, können Sie jetzt in 10 Minuten haben. 8 Sekunden, ein bisschen schwierig sozusagen, wahrscheinlich auch bei dem Unternehmen, was Sie gesagt haben, weil der Kunde muss es ja eingeben, bis er es bekommt dazu. Aber es ändern sich Sachen, die auch tolle Entwicklungen sind aus einer Kundensicht.
Trotzdem muss man wieder zurückgehen, was ist eigentlich die Grundrolle, die die Bank oder ein anderes Unternehmen am Ende hat, und sich darauf konzentrieren, das wirklich gut machen. Und das würde ich erstmal ein Stück auseinanderhalten. Ich wollte einmal vom Handel, von den Banken reingehen ins politische Feld und sagen, auch da hat ja die Digitalisierung einen ganz erheblichen Einfluss. Also wenn man sich mal die Sinusmilieus in Deutschland betrachtet, also wenn man so will, soziologische Clusterbildung, und klappt die über die Parteienlandschaft, dann wird man feststellen, es gibt nicht mehr so wahnsinnig viele Schnittstellen, und das erklärt vielleicht, oder ist ein Erklärungsmuster für etwas kleinteiligere Wahlergebnisse. Jetzt haben wir eine unglaubliche Möglichkeit, sehr zweiseitig zu kommunizieren, auch real-time zu kommunizieren. Sehen Sie da drin eine Riesenchance, eigentlich Politik vielleicht auch wieder neu zu definieren oder nicht, oder neu erlebbar zu machen, nenne ich es mal, für Bürger, sodass das, was man jetzt ein bisschen bemängelt, an Vertrauen und so weiter, auch wieder zurückgewonnen werden kann? Also eine Chance. Also der erste Teil, den ich vorhin sagte, zu den Intermediären, konsequent zu Ende gedacht, sind wir auch nichts anderes als Intermediäre. Ne? Als Mitglieder des Bundestages, als gewählte Repräsentanten sind wir sozusagen zwischengestaltet zwischen Wille, der sich ausdrückt, und Bevölkerung und bilden den dann. Natürlich könnte ich in Extreme kommen, gibt es ja die Debatte, Algorithmen regeln jetzt, die ahnen dann irgendwie aus den Erfahrungen Facebook-User, sonst was, der letzten 10 Jahre, was die Deutschen eigentlich so wollen. Und dann brauchst du gar keinen mehr, der im Parlament abstimmt, sondern die Algorithmen regeln das schon. Und damit werde ich immer konfrontiert, wenn ich in bestimmten Branchen sage, ihr müsst euch mal ein paar Gedanken machen, dann sagen die mir immer, ihr aber auch. Das stimmt, es ist nur die Frage, sind wir bei der Frage auch von Vertrauen. Gibt es bestimmte Bereiche, wo man tatsächlich dann eben nicht nur Algorithmen entscheiden lassen will, sondern wo die menschliche Komponente und das menschliche Sein mit all seinen Unzulänglichkeiten auch eine Rolle spielen soll. Zweiter Teil, Kommunikation. Ja, natürlich hat sich das massiv verändert. Also ich habe schon Shitstorms, ich bin ja auch schon 16 Jahre im Bundestag, Shitstorms gehabt, da gab es die noch nicht, vom Namen her. Aber die liefen halt anders ab. Da hat man sich abends, wenn man den Spahn in der Sendung gesehen hat, aufgeregt. Da ist man verärgert ins Bett gegangen, hat sich morgens an die Schreibmaschine oder an den Computer gesetzt, hat das Ding getippt. Musste es noch ausdrucken, eintüten, Briefmarke drauf machen und zur Post bringen. Das hat schon 90% der Leute irgendwann den Prozess nicht mehr weitermachen lassen. Auch das hat sich wie bei Banken auch und anderen mehr auch verändert. Jetzt wird es bei Facebook und per E-Mail gleich kommentiert. Und dadurch kommt natürlich ganz anders, in einer ganz anderen Wucht. Und wenn Sie mal einfach, wenn Sie Langeweile haben, können Sie bei mir machen, können Sie bei jedem anderen Kollegen machen, bei Facebook sich anschauen, was da so an Debatten stattfindet, dann sind das Meinungsäußerungen gewesen, die haben sie im Zweifel in der Vergangenheit über den Wohnzimmertisch hinaus nicht geschafft. Jetzt sind sie da in der Öffentlichkeit, in einer mancher Radikalität, und das verändert natürlich politische Kommunikation. Und das aber muss, in welche Richtung? Wie würden Sie das? Es ist radikaler, härter, direkter, bis in tiefe Beleidigungen hinein. Sie wundern sich, was man alles so an. Ich meine, ich Facebook live mache, habe ich gestern, glaube ich, oder vorgestern, 15 Minuten mal einmal die Woche. Was du da während einer so Live-Chat sozusagen an den Kopf geworfen kriegst, das würde mir keiner, der hier sitzt, egal wie sehr er mich nicht mag, während er mir in die Augen schaut, sagen. Aber dadurch, dass wir eben zu Hause unser Zeug da reintippen, das gilt für andere Bereiche auch, verändert sich kommunikatives Verhalten und auch politische Kommunikation, wie darauf reagieren. Naja, ich versuche halt im Zweifel immer, die auch dann wieder direkt anzusprechen. Und also nicht die mich jetzt den ganzen Tag beleidigen, aber da, wo ich merke, aber selbst da sage ich manchmal, Leute, sag mal, geht's noch? Ja. Wie kann man eventuell Partizipationen anders gestalten? Also nehmen wir da mal an, bei den Menschen, bei denen die mitteleuropäische Erziehung ein bisschen gelitten hat. Ja. Man kann ja sehr wohl, was auf kommunaler Ebene ganz gut passiert, über Bürgerbefragungen, über ähnliche Mechanismen, das vielleicht auch auf einer etwas höheren Ebene nehmen, um dem Bürger die Sorge zu nehmen, das ist relativ abstrakt und relativ weit weg, was dort passiert. Und da kann ja, die digitalen Möglichkeiten könnten ja eine Lösung sein. Ich habe sie jetzt nicht in der Hand, aber ist das eine Frage, über die Sie nachdenken? Ich bin ein entschiedener Gegner. Ich habe mich, als die Piratenpartei aufkam, Liquid Democracy haben die das immer genannt, flüssige Demokratie, was immer es sein soll. Aber es ging ja vor allem darum, dass man schnell abstimmt, alles Mögliche. Innerhalb der Partei, Entscheidungen werden getroffen, Abstimmungen, Bums, keine Parteitage mehr. Ich glaube nicht, das ist eine andere Form des Regierens. Okay. Das ist nicht mehr repräsentative Demokratie, die auch Zeit hat zur Deliberation, zur Erörterung, zur Diskussion, sondern es ist, sie knallen eine Frage hin und jetzt gibt es 6 Stunden oder
6 Minuten Abstimmung. Wer gerade mitmacht, hat Glück. Meistens machen die mit, das sehen wir übrigens schon bei Volksbefragungen, wenn sie heute per Abstimmung an einem Sonntag stattfinden, machen im Zweifel immer die mit, die dagegen sind. Selten die, die für etwas sind. Die Wahlbeteiligung ist überschaubar. Sie stellen die Form von Repräsentativität, die sich durch eine Debatte ergibt, die bei 80 Millionen Einwohnern sinnvollerweise sozusagen beauftragt ist, ein Parlament das zu machen, das kriegen sie nicht durch Direktabstimmung abgebildet. Diesen ganzen Prozess nicht, die ganze auch Inklusion, die damit drin hängt, nicht. Und deswegen bin ich ein entschiedener Gegner, weil wer das will, gibt ja, kann man wollen, aber es ist ein anderes System. Das muss man sich halt sehr, sehr klar machen, ein anderes politisches System, und zwar völlig anders. Okay. Wenn wir nochmal so einen Block nehmen, also wir haben uns jetzt ein paar Branchen angesehen, nehmen wir uns die Währungen an. Komplementärwährungen gibt es ja schon relativ lang, meistens auch im kleineren regionalen Bereich. Ich glaube, in der Schweiz gibt es eine etwas größere, die Wirbank, die zumindest im Milliardenbereich eine Komplementärwährung namens Wir geschaffen hat. Jetzt gibt es Bitcoins und so weiter. Und jetzt können wir, um das gleich vorwegzunehmen, sagen, ja, ja, Spekulation und so weiter. Die Fähigkeit, eine Verrechnungseinheit zu schaffen und sie über eine Blockchain relativ sicher bis sehr sicher abzubilden, ist das eine Fragestellung, die die EZB beschäftigt, dass zumindest eine Währungshoheit relativiert wird? Oder ist das ein Szenario, was in Ihrem Haus noch nicht besprochen wurde? Was uns zunächst beschäftigt, ist, dass Bitcoin, Wir etc. keine Währungen sind. Sie werden nicht von einer Zentralbank gebackt, sie haben die Unterstützung nicht, und sie erfüllen in der Tat vielleicht das eine Element der Recheneinheit, aber nicht Tauschmittel und nicht Wertaufbewahrung insbesondere. Und insofern ist das eins der Elemente, dass sie jetzt, dass man sich darüber unterhalten muss, ist das volatil, ist das gut oder schlecht, das ist jedem überlassen. Sollte man es regulieren zum Beispiel, das sollte man wahrscheinlich auf globaler Basis machen, aber ich glaube, was sehr, sehr wichtig ist, ist, dass es keine Währung ist. Eins der Hauptprobleme, die wir sehen, ist rund um, und wir sprechen hier von Werten, ist rund um Anonymität, Geldwäsche ermöglichend. Das sind alles Themen, wo man auch nicht genau weiß, woher kommt das Geld, wem nutzt das, wie wollen wir damit umgehen. Und dann sprechen wir sehr, sehr viel über das Phänomen. Es gibt insgesamt 1500 dieser verschiedenen Kryptomarken, werden sie inzwischen genannt. Aber das sind 3% der Geldmenge, also das ist minimal. Was man sich allerdings überlegen muss, ist, was das auch derzeit zumindest noch aus Umweltperspektiven zum Beispiel bedeuten würde. Ich hatte mir mal eine Zahl aufgeschrieben. Insgesamt, wenn Sie das Mining des Bitcoins sich anschauen, würde das 46 Terawatt Energie bedeuten in einem Jahr. Das sind 35 mal so viel wie alle Tesla-Fahrzeuge weltweit. Also auch das sind Aspekte, wo man sich noch überlegen muss, wie effizient ist das eigentlich? Es ist nicht schnell, es dauert im Moment für 6 Blöcke ungefähr ein Block 10 Minuten, das sind 60 Minuten. Ich glaube, die meisten Überweisungen gehen doch schneller. Also ich glaube, was wichtiger ist, sich zu überlegen, was ist das Ziel dahinter? Ist das digitales Zentralbankgeld oder sollte man sich eher überlegen, dass man Echtzeit-Überweisungssysteme haben, wo das wirklich innerhalb von Sekunden geht? Insofern befassen tun wir uns damit. Es hat bei der Bundesbank letztens eine Konferenz gegeben, das gibt es regelmäßig, ganz viele verschiedene Organisationen und Einheiten und Gruppen befassen sich damit. Aber für uns ist wirklich der wichtige Punkt, es ist keine Währung. Okay, wir leuchten ja noch ein paar Felder aus. Herr Gabriel, wenn Wissen und Know-how eigentlich ubiquitär überall verfügbar ist, hat das irgendwie Ihrer Meinung nach einen Einfluss auf Entscheidungsfindung, auf, sagen wir, vielleicht auch eine philosophische Frage, wie wir zur Erkenntnis kommen, kommen wir dann schneller, lernen wir eigentlich schneller, entwickelt sich die Menschheit dann schneller weiter? Auf jeden Fall. Also einer der exponentiellen Prozesse der Moderne, also Pi mal Daumen der letzten 200 Jahre, ist ja die Entwicklung hin zu einer Wissensgesellschaft. Das wird verdunkelt durch die irreführende Rede vom postfaktischen Zeitalter und so weiter. Es verhält sich vielmehr umgekehrt. Das heißt, einer der exponentiellen Themen ist in der Tat genau das. Wissen und Wissenschaft schreiten schneller voran als jemals. Also wenn man sich einfach mal fragt, was wir heute wissenschaftlich in allen Gebieten wissen und was schnell zugänglich gemacht werden kann, jedenfalls Pi mal Daumen auch online, verglichen mit dem, was wir vor 20 Jahren wussten, muss man sagen, dass unsere Vorfahren vor 20 Jahren fast gar nichts wussten. Das ist jetzt die Geschwindigkeit. Also wir reden jetzt nicht von Revolutionszyklen in der Wissenschaft, die 300, 400 Jahre oder auch 2000 Jahre in Anspruch nehmen, von Aristoteles bis Galileo oder sowas, sondern jetzt haben wir solche Sprünge,
Quantensprünge der wissenschaftlichen Entwicklung in kürzester Zeit. Und das liegt unter anderem an der Digitalisierung. Es gibt ja einen gigantischen auch Computational Turn, davon redet man schon in den Wissenschaften überall, also ob das Naturwissenschaften, Technowissenschaften, Sozial- oder Geisteswissenschaften sind, alles geht ja schneller. Also selbst der Philosophiehistoriker möchte irgendwie herausfinden, wie oft sagt Immanuel Kant das und das Wort. Das weiß man in einer Minute, man nimmt das PDF zur Hand. Früher hätte das 2 Wochen gedauert, und der ganze Lehrstuhl hätte daran gearbeitet, diese Stellen zu finden. Mhm. So, und das zieht sich durch die ganze Gesellschaft. Und das bedeutet, dass wir im Grunde genommen alle epistemisch, also in der Frage unseres Wissens und unserer Verantwortung für Wissen, auf ein höheres Podest gesetzt wurden. Das ist also eigentlich ein Aufklärungsschub. Wenn wir den aber nicht begleiten durch einen mindestens genauso exponentiellen Aufklärungsschub im ethischen Wissen, also im Nachdenken darüber, was wir tun und wer wir eigentlich sein wollen, also wo sollen Menschen sein in einer solchen Kette und wo Maschinen und so weiter, wenn wir das nicht gleichzeitig tun, dann wird unser Wissen gegen uns selber antreten, wie in Goethes Zauberlehrling. Das ist ja sozusagen die Urballade der Digitalisierung. Der Zauberlehrling schreibt ja einen Algorithmus, ich weiß nicht, ob Sie erinnern sich, der soll irgendwie die Bude sauber machen des Zauberers und schreibt einen Algorithmus für den Besen. Ja? Immer Wasser in die Badewanne, bis das Ding überläuft. Er hat eben nicht geschrieben, Wasser in die Badewanne, bis voll ist. So. Und Sie sehen sehr schnell, dass Sie keinen Algorithmus schreiben können. Das ist eine einfache Wahrheit der theoretischen Informatik, der dafür sorgt, dass alles, was dort geschieht, ethisch sauber ist. Da müssen Sie nämlich sagen, auf dem Weg, bringe keine Kinder um, zerstöre nicht die Demokratie und so weiter. Man muss dem Besen zu viel sagen. Ja? Das heißt, wir müssen bei dem ganzen Wissensfortschritt, den wir erleben, immer auch die höherstufige, also philosophische Frage stellen, was passiert da eigentlich? Und da würde ich sagen, klarerweise sind wir eigentlich gut aufgestellt als aufgeklärte Wissenskultur, dürfen allerdings den Anteil der Maschinen an der Stelle auch nicht überschätzen. Also wir müssen, glaube ich, jetzt ein höheres Bewusstsein dafür schaffen, dass es ja zum Beispiel Autoren gibt von Algorithmen. Also in der Öffentlichkeit macht sich ja ein magisches Bild von Algorithmen breit, als wären wir längst im Zeitalter der sogenannten Superintelligenz, wo die Maschinen sich selber programmieren. Noch schreibt kein Programm ein anderes Programm. Ja, das heißt, immer schreibt jemand die Programme und das heißt, dass wir ein Value-Alignment-Problem haben. Also kurzum, jeder Algorithmus ist ja eine Wertesuchfunktion auf der Basis gegebener Daten. Und diese Werte hat irgendwer da reingeschrieben. Und das müssen wir jetzt noch in einer Wissensgesellschaft weiter verbreiten. Also das ist ein Wissen zum Beispiel, das auch exponentiell ansteigt, das aber den wenigsten, weil es hochgradig technisch und mathematisch ist, verfügbar ist. Nochmal eine etwas radikale Frage, wenn Daten, Informationen, Wissen, aber vor allen Dingen Daten und Informationen eine der Kerngrößen sind, wird dadurch nicht die Bedeutung von Nationen deutlich geringer? Das heißt, ich muss noch weitaus mehr überhaupt in einem internationalen Kontext denken? Jein. Das Regulieren, das fängt bei Währung an, Datenschutz, natürlich ein Riesenthema, wo wir jetzt mit Mühe eine EU-Datenschutzgrundverordnung geschafft haben, aber eigentlich mit den Amerikanern und den Chinesen und anderen auch einheitlichere Regeln bräuchten. Ja, aber ich glaube, das menschliche Bedürfnis und den Teil, der wird ja bleiben, hoffentlich jedenfalls, ist genau andersrum. Umso schneller Informationen bei mir sind, umso schneller ich kommuniziere, umso mehr Anforderungen ich scheinbar um mich herum habe, die ständig was von mir wollen, auch umso mehr Wissen ich verfügbar habe. Ich meine, gerade Wissen, und das war ja im Mittelalter, in den Klostern, Bücher waren was Luxus im wahrsten Sinne des Wortes und Herrschaftswissen im wahrsten Sinne des Wortes. Heute ist Wissen für jeden überall im Grunde verfügbar, selbst in den ärmsten Regionen. Das Handy ist im Zweifel da. Also es ist eigentlich eine wahnsinnige Demokratisierung von Wissen. Aber trotzdem, umso mehr das alles ist, desto mehr, glaube ich, steigt das Bedürfnis nach Übersichtlichkeit und Identifizierung auch mit der Nation, mit der Region, mit der Familie. Ich nenne das immer auch das Thema kulturelle Sicherheit, das Bedürfnis danach, nicht jeden Tag aus der Haustür zu treten und alles neu verhandeln zu müssen. Alles ist irgendwie im Fluss, die Gebräuche, die Umgangsformen, der Sonntag, was weiß ich was so Konstanten im Leben sind, sondern das Bedürfnis, eine Identifikation zu haben, und die stellt der Nationalstaat an vielen Stellen für viele immer noch her, jenseits der Familie, des Ortes, anderer Identifikationsräume. Ich würde eher tippen, sogar es steigt
eher, als dass es sinkt. Und das ist durchaus eine Entwicklung, die Sie in Europa zumindest mal die letzten 10 Jahre sehen. Das Bedürfnis nach Identifikation, auch regionaler Art, nationaler Art, ist eher gestiegen und nicht weniger geworden. Das ist richtig, aber die Frage ist, ist das eigentlich ein Reflex darauf, dass man die Komplexität nicht mehr versteht und deswegen sich da etwas zurückzieht? Ja, teilweise mit auch Dingen, wo man sagt, naja, wollen wir das eigentlich wirklich haben? Nee, ich sehe das genau andersrum. Oder es ist die Voraussetzung. Meine feste Überzeugung ist, das ist eine Debatte, die auch gerade sehr politisch diskutiert wird, erst wenn ich wirklich weiß, wer ich bin, bin ich offen für anderes. Erst wenn ich überhaupt mal für mich selber klar habe, sozusagen, wer ich bin, was ich bin, meine Identitäten für mich geklärt habe, bin ich wirklich offen für Fremdes, anderes, Neues. In dem Moment, wo ich mir meiner selbst nicht sicher bin, habe ich im Zweifel immer Angst und Sorge vor Veränderungen um mich herum. Und die anderen, deswegen ist das für mich eher, ist nicht die Reaktion das zuerst, ist auch, aber richtig gemacht, in einem positiven Sinne. Also eine nationale Identität hat ja nicht per se positiv gestimmt. Patriotismus heißt ja im Gegenzug zum Nationalismus, ich erhebe mich nicht durch Abwertung anderer, sondern einfach durch ein gesundes Selbstbewusstsein, das anderen dann auch Raum gibt. Deswegen steht das schon, in der Bibel, ne? Deswegen glaube ich... Kann nur lieben, wenn ich mich selbst liebe. Der Teil hängt damit aus meiner festen Überzeugung zusammen, das Bedürfnis oder die Notwendigkeit sogar von Identifikation, Heimat, Zusammenhalt, kultureller Sicherheit ist eher größer in einer Welt, wo sich viel verändert. Als Voraussetzung für Offenheit. Genau, das ist in Ordnung, das möchte ich auch gar nicht in Abrede stellen. Mein Punkt war der, und da bin ich auch bei Ihnen, sondern mein Punkt war eigentlich eher der und sagen, wenn diese Datensysteme, nenne ich es mal, oder Algorithmen oder verschiedenste, oder nehmen wir KI oder was auch immer, weltumspannend läuft, ja, dann relativiert sich eigentlich so eine Ressource. Früher haben die Menschen gesagt, ich möchte Territorium haben. Ist das überhaupt noch so fürchterlich relevant? Also wenn ich mir Herrn Putin anschaue, sondern, habe ich den Eindruck, ist es noch relevant? Naja, aber ich kann Einzelbeispiele nennen oder kann auch Amerikaner angucken, die ja ähnlich agieren, sondern die Frage ist, da geht es um Öl, ja, aber die Frage ist, ist das in Zukunft noch relevant? Also stellt man sich darauf ein und sagt, ist das die Schlacht, die wir in Zukunft überhaupt noch schlagen wollen, neben dem Umstand, dass wir überhaupt noch schlagen wollen? Also dazu ist es vielleicht ganz interessant. Ich war zufällig gerade mit der chilenischen Regierung in der Antarktis und wenn man da unten sich aufhält, wird man sehr schnell merken, wie wichtig das ist. Also zum Thema Brexit auch und so weiter ist da auch ein wichtiges Thema, mit dem sich die EU jetzt da unten stellen muss. Gerade die Antarktis ist eine Territoriumschlacht, die jetzt schon begonnen hat. Man investiert eben, wettet auf den Klimawandel. Die Chilenen sind da, die Argentinier, die Briten, Russen, Chinesen und so weiter mit ihren Stationen. Und glauben Sie mir, da wird nicht nur Klimawandelforschung betrieben, eher weniger. Das heißt, sie haben handfeste geopolitische Interessenstrukturen, die man wunderbar entschlüsseln kann nach den nationalstaatlichen Kriterien des 19. Jahrhunderts. Also ich glaube, gerade der Klimawandel führt umgekehrt dazu, dass wir eine Aufwertung kriegen werden, dieses Urthemas von Meer und Land nationalen. Also das kommt, glaube ich, auch noch zurück, neben den symbolischen Identitäten. Okay, also wenn ich das einmal eine kurze Sequenz war, sagen wir, wir haben also besprochen und glaube ich auch Einigkeit darin, da ändern sich Branchen radikal, es ändern sich Teile einer Ordnung auch, müssen einfach sehen, wie wir damit umgehen. Es ändern sich Arbeiten, und zwar Raumzeit, Dimensionen von Arbeit. Ganze Tätigkeiten werden wegfallen. Also die schlechte Nachricht ist unterschiedliche Zahlen und so weiter, dass man in 20 Jahren 50% der Jobs, die man jetzt hat, einfach nicht mehr hat. Die gute Nachricht ist, das war auch vor 20 Jahren so. Und die Frage ist, vielleicht können wir uns der einmal widmen, wie kriegen wir diese Transformation hin, ohne dass es zu solchen Friktionen kommt, in einer sozialen Marktwirtschaft, in einem rheinischen Kapitalismus, der nicht funktioniert ohne ein paar Werte und die sind auch relevant. Also wie kriegen wir eine solche Transformation hin? Und gehen wir einfach mal in den Einzelhandel rein. Ich meine, DM ist ein sehr großes Einzelhandelshaus. Sie haben über YouTube-Channel, über unterschiedliche Sachen der Digitalisierung arbeiten Sie. Gibt es, ja, Thinktanks oder Gruppen, die sich darüber Gedanken machen und sagen, wenn wir jetzt nicht über 3.500 Filialen haben, sondern möglicherweise DM auf unterschiedlichen anderen auch direkt Versandkanälen bedienen, was machen wir mit den Menschen oder wie nehmen wir die mit? Wie machen Sie das? Naja, das ist
Die Frage, ne? Ja, das ist die Gretchenfrage, ne? Die Gretchenfrage ist wirklich, betrachte ich meinen Mitmenschen als Objekt oder als Subjekt? Das ist die Gretchenfrage, ne? Und wir müssen schon sagen, ist der andere für mich Mittel oder Zweck? Das ist die Gretchenfrage. Ja, aber Sie sind wenn ja Sie, wenn Sie, die, Sie können alles machen, wie Sie wollen, aber die Frage ist, ob der Mitmensch für mich Mittel oder Zweck ist. Also frei nach Kant. Ne? Mhm. Und die Frage wird nicht diskutiert, die wird nicht beantwortet. Und wenn Sie nämlich dann gucken, wie diskutiert wird, wenn Sie da ein bisschen hellhörig werden oder sich ein bisschen einhören, naja, der Mensch ist halt Mittel und ein Zweck. Mhm. Zweck ist alles andere, ne? Aber der Mensch ist Mittel. Und das ist das Problem. Und die Menschen, und wenn Sie mal beobachten, was für neue Menschen auf die Welt kommen. Ich habe das Glück, dass ich eine große Spreizung habe meiner Kinder. Ne? Das geht von 47 bis 22. Ne? Mhm. Das ist enorm, wie sich das verändert. Die junge Generation, die hat ganz andere, auch wenn ich bei uns bei den Lernlingen gucke, ne? Bei uns werden sehr viele junge Menschen ausgebildet, die kommen mit anderen Erwartungen heute auf die Welt. Und die bringen natürlich auch diese Erwartungen mit. Aber wenn wir einen Konsens mal unterstellen, dass der Mensch Zweck ist und eben nicht Mittel, ja, aber trotzdem ein Haus durch eine neue Technologie, nehmen wir zum Beispiel mal nochmal die Finanzindustrie, das ist unglaublich algorithmusgetrieben dort. Ja? Also eine Versicherung auszurechnen, habe ich halt so und früher ganz viele Menschen dazu gebraucht, jetzt brauche ich die nicht mehr. Oder ich brauche einen Kreditantrag machen oder ich habe einen Kontoantrag, der läuft eben relativ zügig jetzt. So. Das heißt, die Menschen brauche ich einfach nicht mehr. Automatisiertes Fahrenrede in meinen Veranstaltungen, weiß ich genau. So. Einerseits mache ich den einen Verheißung und sage, überlegt mal, wie viel mehr Zeit ihr habt und wie viel weniger ihr euch kümmern müsst, wenn ihr nicht mehr selber steuern müsst. Aber ich weiß natürlich, wenn der Lkw-Fahrer und der Taxifahrer und der Kurierfahrer im Publikum sitzt, der macht sich ein paar andere Gedanken als die Verheißung, die ich ihm versuche gerade zu erzählen, nämlich über die Frage, Mittel oder Zweck, können wir lange drüber streiten, aber für den ist das die konkrete Frage, gibt es meinen Job eigentlich in 10 Jahren noch? Nein, das ist eben nicht die konkrete Frage. Sondern Sie werden ja das... Die konkrete Frage ist, kann ich noch leben? Ja, aber Herr Professor Werner... Und die Frage ist, was ist meine Rolle in dem System, das kann ich noch leben? Wenn ich vor Filialmitarbeitern stehe, wir sind ja eine große Filialbank, genau das, was sozusagen Sie gerade gesagt haben, dann ist das Thema gar nicht Digitalisierung schlecht oder was auch immer, sondern die Kernfrage ist, wenn ich in 5 oder 10 Jahren noch arbeiten möchte und muss, und was ist meine Rolle im System? Was bietet ihr mir als Bank an, in diesem System zu arbeiten? Das ist der eine Teil. Und das ist natürlich nicht immer 100% klar. Aber das möchte jeder wissen, damit er weiß, was muss er heute dafür tun, damit er zukünftig noch da sein kann und in der Lage sein, diesen Job zu geben. Und das ist natürlich sehr unterschiedlich. Mhm. Es gibt Jobs, die sind sehr stark nach Standardtätigkeiten orientiert, die werden so nicht mehr da sein. Auf der anderen Seite, wenn Sie jemanden haben, der Baufinanzierung verkauft, die Prozesse werden sich ändern, ist überhaupt keine Frage. Ich bin aber überzeugt, ich habe eine 13-jährige Tochter, die wird ihre Baufinanzierung noch mit einem Menschen zusammenkaufen. Ob der im Internet in der Videokonferenz sitzt, ne? Oder mit was auch immer. Es gibt eine ganze Reihe Sachen, wo es auch Überzeugung braucht. Sachen, die man nur einmal im Leben macht und die eine große Entscheidung sind. Wo es auch eine gewisse Service- und Handhaltfunktion ist. Ich glaube, das ist die eine Frage. Die andere Frage, und da sind Sie natürlich bei der Wertekommission in dem Zusammenhang auch gut positioniert, ist die Frage, diese Menschen sind auf der Suche nach Ankern. So ist es. Und ein Wertesystem und auch eine Unternehmensstrategie, die Veränderung zeigt, ist ein Anker, der einem auch den Eindruck vermittelt, dass man weiß, wo es hingeht. Auch wenn man gar nicht so ganz genau weiß, wo es hingeht. Man weiß die Richtung, aber man weiß nicht das genaue Ziel. Und ich glaube, diese Sachen zusammen, wenn ich vor Filialmitarbeitern stehe, das ist so das, was man erwartet. Auch wenn man genau weiß, dass es vielleicht nicht 100% genau so kommt. Aber dass man eine Orientierung hat, dass man weiß, was man selbst tun kann, um in der neuen Welt eine Rolle spielen zu können und wie man sich dorthin bewegt. Und dazu kommt noch, dass die meisten Menschen Angst haben, weil die Hälfte der Mitarbeiter sagt, dass sie sind digital nicht gerüstet. Das heißt, sie wissen gar nicht, wie sie ihre Arbeit machen sollen. Aber ich wollte vielleicht auch noch mal einen Punkt aufgreifen. Es wird immer gesagt, dass jüngere Leute andere Wertesysteme haben. Wenn Sie sich anschauen, was die Shell-Kommission oder die Shell-Jugendstudie gerade rausgebracht hat, das
Interessante, für mich, wie ich finde, auch schön, ist, dass die Werte überhaupt nicht anders sind. Und eines der Hauptthemen, die junge Menschen haben, sind, sie wollen starke Beziehungen haben. Und das hat man ja auch weniger zum, hat man vielleicht zum Teil zu seinem Computer, aber eigentlich eher zu einem Menschen. Insofern denke ich, dass sich da vieles weiterhin über mit den Menschen, um die Menschen drehen wird und mit den Menschen sein wird. Das ist richtig. Das wäre auch überraschend, weil sonst wären sie ja keine Menschen. Eben. Also wenn es wäre ja merkwürdig, wenn plötzlich Menschen geboren würden, die keine Menschen wären. Also das heißt, wir haben ja eine, glaube ich, irreführende Vorstellung, die mit der Digitalisierung einhergeht. Die hat sehr viel zu tun mit amerikanischer Marktpropaganda im Netflix-Format. Da gibt es also eine Vorstellung davon, dass das ganz Neue überall jetzt sofort gleich kommt. Also man hat einerseits eine Digitalisierung, die ein spezifischer Prozess ist, aber die wird begleitet durch eine transhumanistische Reflexion, die also uns weismachen möchte, dass das Ende des Menschen vor der Tür steht. Die werden ganz anders, die sind alle Inforks und Cyborgs und so weiter. Nichts, was die machen, ist so ähnlich wie das, was ihr gemacht habt. So. Dafür gibt es aber im Grunde genommen gar keine belastbaren Daten. Das ist Science Fiction. Und das ist, glaube ich, gefährlich, weil man dann ein zerrüttetes Bild davon erhält, was es eigentlich bedeutet, dass die menschliche Lebensform etwas mit Werten zu tun hat. Ja? Wenn man nämlich glaubt, dass Werte etwas ist, was verhandelbar ist, also es könnte so sein, es könnte aber auch irgendwie anders sein, also wenn man zu viel Flexibilität glaubt, dort zu sehen, dann verkennt man, glaube ich, den Menschen, also den Träger von Werten. Da ist viel weniger Flexibilität. Wir haben, glaube ich, mehr Werte gemeinsam, was weiß ich, mit irgendwelchen alten Griechen, als wir das vermuten würden. Oder mit neu entdeckten Kulturen die im Amazonasgebiet. Teile ich. Die Frage ist eben nur, also zwei Sachen. Erstens, welche Werte sind besonders wichtig, um so einen Wandel hinzubekommen? Aber beinahe interessiert mich von Ihnen noch die andere Frage, in welchen, sagen wir mal, Umgebungen ist es besonders günstig, Wandel hinzubekommen? Denn ich bin vollständig bei dem, was Sie sagen, bei Ihnen. Bloß die Frage ist, wir haben eine ziemliche Transformation vor uns. Übrigens, die haben wir auch hinter uns. Und die Frage ist nur, führt das zu größeren oder geringeren Friktionen? Und also Frage Nummer eins nochmal präzisiert, was ist eine Umgebung, sei es durch Werte, sei es durch Strukturen oder Ähnliches, die Wandel beflügeln? Und das zweite wäre möglicherweise, welche Werte für Sie da eine große Rolle spielen, um das hinzubekommen? Also ich glaube, wir haben einerseits eben einen technologischen Wandel, der funktioniert nicht einfach von selber. Die Automatisierung ist selber nicht automatisch, sondern Automatisierungsprozesse funktionieren, weil sie uns dienen. Ja, also wenn ich weiß, dass ich in 5 Minuten das und das haben kann, zum Beispiel ein Konto, oder 7 Tage lang mich herumschlagen muss mit dicken Ordnern und ich brauche vielleicht sogar einen eigenen Raum, um meine Ordner alle aufzubewahren, in denen meine Transaktionen mit meiner Bank und so weiter gespeichert sind. Also wenn ich in diese 80er-Jahre-Verhältnisse zurückgehe, da muss man sagen, das will doch keiner. Ja? Also deswegen funktionieren die Prozesse der Digitalisierung. Ja. Wenn ich wählen kann, oder nehmen wir einen anderen Fall, der uns beschäftigt, Taxi oder Uber, solange ich wählen kann, einfach als Kunde und mir weiter keine Gedanken mache, nehme ich natürlich Uber. Ja, so. Das heißt, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, wenn dieser Wandel kommt, der technologisch exponentiell funktioniert, aufgrund bestimmter Entdeckungen, die wir einfach gemacht haben in der Moderne, Revolution, wie verhalten wir uns dazu? Und ich glaube, dass wir dabei eigentlich wesentlich etwas über den Menschen lernen. Ja, das heißt, wenn wir uns nicht fragen, wer wir sind in diesem Prozess als der Träger von Werten, dann wird der Prozess tatsächlich sozusagen über unsere Köpfe laufen, ohne dass wir das überhaupt bemerken. Das ist dann eine Gefahr der Automatisierung, die auf einer anderen Ebene spielt als der konkreten, wo sie ja nun mal auch stattfindet. Diese Personengruppe wird womöglich ihren Job verlieren, dafür aber eine andere Jobs erhalten, also neben dieser Umschichtung. Gibt es tatsächlich, glaube ich, eine tiefe Bedrohung unserer Vorstellung davon, was ein Wert ist? Ja. Herr Spahn? Also zum Ersten nur nochmal zu der Frage Jobs verlieren. Ja. Diese Digitalisierung, ich weiß nicht, wie lange sie schon geht, sagen wir mal 10 Jahre, wahrscheinlich schon viel, viel länger, aber 10 Jahre. Ich habe in den letzten 10 Jahren in Deutschland nicht den Eindruck, dass wir weniger Arbeit haben. Im Gegenteil. Also wir haben so viele Beschäftigte wie noch nie. Wenn ich mit meinen Handwerkern und Mittelständlern daheim im Münsterland rede, die sagen mir alle, die brauchen doch nicht nur Fachkräfte, die brauchen Arbeitskräfte. Die sind schon froh, wenn einer anpacken will. Also ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass ein paar Jahre Digitalisierung dazu geführt haben, auch wenn ich jetzt schneller mein Konto eröffnen kann, dass wir weniger Arbeit hätten. Mag mal so kommen, bis jetzt ist es nicht empirisch belegt.
vielleicht anders. So, die Frage ist, wenn ich jetzt über den Taxifahrer und Lkw-Fahrer beim automatisierten Fahren rede, kann ich Perspektive geben? Ich weiß nicht, wie es in 10 Jahren ist. Aber ich glaube, allein zu zeigen, wir beschäftigen uns damit und versuchen dabei zu helfen, dass zumindest wenn du oder sie oder du, wie immer man mitmachen willst, also ich finde, diesen Eigenanteil nehmen, Wandel mitgehen zu wollen, positiv, den muss man dann schon erwarten. Aber dann helfen wir dir mit, dass du eine Chance hast. Und muss nicht jeder ein IT-Software-Programmierer oder sonst was werden. Aber ich glaube schon, dass es diese Begleitung intensiver als braucht nochmal in so einer Phase des Umbruches, wo ich Ihnen noch nicht sagen kann, welche Berufsbilder das sind, aber wo wir sozusagen im Anpassungsprozess im ständigen Miteinander sind, wo es aber so ein vermitteltes Sicherheitsgefühl braucht, wir haben das im Blick und wir wollen das gemeinsam auch Unternehmen, jetzt geht es nicht nur um Staat, sondern auch Unternehmen für sich das angehen. Und die spannende Frage, rheinischer Kapitalismus war ja erwähnt, das ist mein letzter Gedanke nochmal eben. Eigentlich war es das Versprechen des rheinischen Kapitalismus ja, wenn es deinem Unternehmen gut geht, geht es dir auch gut. Und das hat sich übrigens die letzten Jahre auch nicht so schlecht gezeigt. Tarifsteigerungen, Lohnsteigerungen, alles ja nicht in vielen Branchen jedenfalls nicht schlecht gelaufen. Und die Frage ist, und das Land übertragen war es ja auch das Gleiche, wenn die Wirtschaft wächst, gibt es was zum Verteilen. Dann können wir uns einen guten Sozialstaat leisten, der ein Niveau hat wie auf wenigen Ländern der Welt. Und die Frage ist, ob wir es schaffen, sozusagen dieses Versprechen in der digitalen Welt aufrechtzuerhalten und damit am Ende auch Akzeptanz zu behalten, auch für ein digitales Wirtschaftsmodell. Und ich bin da eigentlich optimistisch. Wissen Sie, als ich noch nicht auf der Welt war, gab es die 70-Stunden-Woche. Heute schaffen wir mit einer 35- und 40-Stunden-Woche viel mehr Wohlstand, als die damals mit 70 geschafft haben. Vielleicht schaffen wir durch die Digitalisierung mal mit einer 10-Stunden-Woche noch mehr Wohlstand, als wir heute geschafft haben. Ich weiß es nicht, kann es nicht sagen, aber ich bin grundsätzlich da eher immer ein Optimist und versuche das eben auch am Ende zu vermitteln. Ne? Das kann sicher so sein, nur die Frage, mit was für Grundhaltung begegnen wir denen. Und wenn wir sagen, der Mensch muss von seinem Einkommen leben und die ganze Drumherum ändert sich, dann müssen wir diese Frage mal... Sind Sie bei Ihrem Grundeinkommen, gell? Ja, logisch. Aber es ist gut, dass Sie das schon merken. Ja. Nein, nein, das ist ja eine Lernkurve hier auf dem Grund. Nein, das ist ja die Klammer zu dem, was Herr Gabriel sagt. Ja, das heißt, eine gewisse. Wir kriegen also einen solchen Wandel nur dann hin, wenn wir ihn durch Werte begleiten. Und die Werte werden nicht durch Maschinen gesetzt, sondern durch uns. Jetzt sehen wir mal in Vereinigten Staaten, gucken wir uns das mal an, die Lohnkurve der Unskilled Workers und der Highschool Dropouts. Die ist hochgegangen seit 1960 und seit ungefähr 5, 6, 7, 8 Jahren, nageln Sie mir nicht fest, geht sie runter und hat jetzt inflationsbereinigt, ist sie unterhalb des Niveaus der 60er. Und die Frage ist, das wird hier mit haufenweise einfachen Tätigkeiten passieren. Und ich bin bei Ihnen von der Grundeinstellung zu sagen, komm, du musst das ein bisschen aktiv mitgestalten, den Wandel. Und jetzt habe ich aber den 55-Jährigen, der eine gewisse einfache Sachbearbeitertätigkeit gemacht hat, zum Beispiel Buchhaltung, was weitgehend automatisiert wird. Und jetzt müssen wir uns gemeinsam überlegen, und zwar der Mensch ist Zweck. Ich nehme Ihren Gedanken auf. Wir müssen eine Wertentscheidung treffen. Wie gehen wir damit um? Dem kann man jetzt nicht sagen, du pass mal auf, du musst jetzt mal ein bisschen sportlicher werden. Ich finde, versuchen es mal andersrum. Es konnten mit schrittweise moderner Technologie, modernen Damen, 80er, 90er Jahre schon, auf einmal Leute Tätigkeiten übernehmen, weil sie technisch unterstützt wurden, für die sie vielleicht vor 20 oder 10 Jahren gar nicht in Frage gekommen wären, auch vielleicht von ihren Begabungen und Fähigkeiten her gar nicht sofort, weil sie Unterstützung hatten. Es fängt schon manchmal bei der Rechtschreibkorrektur an, die man auf einmal nicht mehr... Ja, auf einmal kann jemand Briefe schreiben, rechtschreibfehlerfrei, der es vielleicht sonst nicht konnte durch technische Unterstützung. Also die Frage ist ja, ob vielleicht nicht immer alles nur so rumgeht, sondern wir andersrum durch Unterstützung auch in die Lage versetzen, nochmal auch andere Berufsbilder in den Blick zu nehmen, finde ich jedenfalls ein... Und deswegen muss man seine Paradigmen ändern. Ne? Weil der Mensch braucht ja nicht die Arbeit, er braucht das Einkommen. Das ist das Problem. Die Frage ist ja nur, ob das Einkommen, auch eine Rolle. Woher das Einkommen... Man kann ja auch umlernen, es muss ja nicht digital sein. Das heißt, die Fachkraft, die eben gezeigt wurde, könnte ja auch Betreuer werden. Es werden überall Betreuungskräfte gesucht. Also es muss ja auch nicht nur digital sein. Aber ich glaube, man braucht nicht nur das Finanzielle, die Rolle ist sehr viel wichtiger. Oder zumindest genauso wichtig. Also Voltaire sagte irgendwie, dass das Einkommen den Menschen die Not nimmt, aber auch das Laster
und den Sinn, ja. Also dass die Arbeit, ja, gibt diese drei Sachen. Wenn ich denen jetzt Einkommen gebe, dann ist aber Laster und die Hybris, nenne ich mal, aber das ist noch der harmlosere Teil, aber vor allen Dingen der Sinn ist nicht da. Und die Frage ist, wie gehen wir dann damit um? Also das ist die Frage, wie ich den Menschen denke. Ne? Das war zu Zeiten von Voltaire sehr vielleicht, aber wir wollen doch die Freiheit bei uns. Freiheit habe ich erst, wenn ich leben kann. Und leben kann ich, wenn ich ein Einkommen habe. Und deswegen haben wir auch den damit haben wir einen Sockel, aber die beiden anderen Sockel. Sachen. Damit haben wir die, was wir erfüllen müssen, ist in Artikel 1 unserer Verfassung, die Würde des Menschen ist unantastbar. Machen wir jeden Tag. Nee, nein, machen wir nicht. Sie haben doch faktisch ein Grundeinkommen in diesem Land. Entschuldigung, Sie haben mit der Grundsicherung und der Sozialen, Sie sagen im Zweifel, es ist zu wenig. Nein, aber Sie haben faktisch ein Grundeinkommen. Und mein Eindruck ist, wenn ich da das ein oder andere Gespräch führe, Sinnthema ist da immer noch sehr virulent in der Frage. Ich sage nicht, das haben wir übrigens schon katholische Jugendverbandsarbeit 90er Jahre, haben wir da wilde Diskussionen über Utopien aller Art gemacht, ob die Sinn nur durch Arbeit entstehen kann oder nicht auch durch Tätigkeit. Wir würden das heute ehrenamtliche Tätigkeit nennen, ob sie dann immer noch ehrenamtlich sind. Kann viel mehr Arbeit also, vielleicht. Aber ich glaube nicht, dass Sinn entsteht dadurch, dass einfach Geld am ersten kommt und ich damit raus bin, sondern Sinn entsteht dadurch, dass ich eine Aufgabe habe, die mir was zurückgibt. Und das ein Stück aufzubrechen, das nicht nur mit Arbeit zu verknüpfen, das glaube ich ist schon was stärker als also nicht nur sozusagen das ganze Leben rund um Arbeit zu organisieren, aber dass es mal bereit, eine Aufgabe braucht, das glaube ich schon. Seien Sie mal bereit, dem Gedankengang zu folgen, der bei mir aus Beobachtung kommt. Also was ich erlebe, dass wenn der Mensch lebt, dann kann er arbeiten. Um leben zu können, braucht er aber ein Einkommen. Also müssen wir gedanklich mal uns darauf einlassen, zu sagen, wie können wir Arbeit und Einkommen voneinander entkoppeln. Und so sehe ich es auch bei uns im Unternehmen. Aber vielleicht erklären Sie langsam, einmal, langsam, was langsam, für lass, Sie... Lass so, doch mal. Ich muss im Unternehmen muss ich dafür sorgen und ich habe Tausende von Menschen eingestellt. Das ist immer, wenn sie Erfolg haben, müssen viele Leute einstellen. Mhm. Ne, das ist ganz einfach. Und da ist mir klar geworden, ich muss den Menschen es möglich machen, dass sie es leisten können, bei DM zu arbeiten. Aber das ist eine völlige Umdrehung. Was machen Sie denn, wenn der jetzt nicht kommt? Ja, dann habe ich Glück gehabt, dann brauche ich nicht bezahlen. Ne? Nee, ich meine, wenn der... Ja, aber da muss der Kunde... aber, ist ja doch nicht Ihr Kunde geistert dann einsam durch die Regale. Wenn Sie jetzt erstmal sagen, ich sichere dir dein Einkommen, damit du arbeiten kommst. Ja klar, muss ich doch. Als Grundeinkommen. Ja, schau doch mal, und dann sagt aber halt jemand... Wenn ich sie einstelle bei uns, dann kann sie erst kommen. Wenn ich dafür sorge, dass Sie dann Ihre Verpflichtungen erfüllen. Verstehen Sie das als ein Vorstellungsgespräch? Was ist denn jetzt, wenn Sie mich einstellen und ich freue mich und Sie sagen, das finde ich eine gute Philosophie, Herr Werner, bei Ihnen möchte ich gerne arbeiten. Ja. Sie überweisen mir mein Einkommen, damit ich überhaupt darüber nachdenke, zu arbeiten. Ja, wenn ich dann aber zu dem Ergebnis komme, nach 3 Wochen, arbeiten ist aber nicht so meins, hat das dann eine Konsequenz oder nicht? Ja, doch, Sie werden dann was anderes machen. Es bleibt Ihnen ja gar nichts anderes übrig. Sie zahlen mich nicht mehr dann? Nein, Sie kriegen das Einkommen, weil die Gemeinschaft sie trägt. Die Gemeinschaft, das ist ja der Sinn. Okay, aber Sie sind gerade auf zwei Ebenen. Sie haben ja gerade gesagt, für Unternehmen Philosophie ist, ich muss erst ein Einkommen zahlen, damit die überhaupt übers Arbeiten. Nein, Sie müssen ein Einkommen zahlen, dass die Menschen leben können. Ich glaube, da haben wir einen Konsens. Also, ich glaube, es ist eine sprachliche Sache. Der eine Herr Spahn sagt ja, also wenn wir mal davon ausgehen, dass aufgrund dieses Wandels, übrigens, der es immer gegeben hat, ja, da bin ich ja bei Ihnen. Logisch. Aber er hat es eben auch häufig nicht friktionsfrei gegeben, das muss man ganz klar sehen. Das hat eben zwischendurch ganz erheblich gerumst. Deswegen und nicht nur, dass ein paar Leute auf der Straße skandierten, sondern dass man bürgerkriegsähnliche Zustände hatte. Das möchte ich gar nicht sagen, dass das der Fall sein wird. Ja? Aber ich denke, deswegen sitzen wir hier, die Verantwortung tragen, sagen, wie kann man so einen Prozess hinbekommen? Ja. Sie sagen, ein bedingungsloses Grundeinkommen, oder eine negative Einkommenssteuer, könnte man auch noch drüber nachdenken. Ja, also auf jeden Fall, dass die Menschen leben können. Herr Spahn sagt, dem Kind können wir jetzt 8 Namen geben, eigentlich faktisch haben wir sowas. Wo ist Ihr Punkt? Ist das eher ein psychologischer Punkt, dass man sagt, du hast nicht Sozialhilfe oder Hartz IV, sondern du hast Einkommen? Die Frage ist, ob ich das Einkommen bekomme, weil es Menschen gibt, die einem ein Einkommen geben, oder ob das ein Menschenrecht ist. Das ist eine ganz andere
ganz andere Dimension. Verstehe ich aus einer philosophischen Betrachtungsweise. Sie bekommen das Einkommen, weil sie getragen werden. Man steht ja nicht mit seinen beiden Füßen auf dem Boden. Mhm. Das ist ein Irrtum. Das meinen nur Neofeudalisten. Ne? Mhm. Nein, man steht auf den Schultern der Gemeinschaft. Mhm. Und die Gemeinschaft trägt uns. Sie sagt, weil du meine Schwester bist und weil du mein Bruder bist, deswegen hast du einen Anspruch, den Artikel 1 unserer Verfassung, die Würde des Menschen unantastbar, dass der erfüllt wird. Ich bedanke mich sehr, dass Sie die Zeit gefunden haben. Es ist ein relativ großes Podium und alle nach Bonn gekommen sind an diesen tollen Ort. Und herzlichen Dank, dass Sie da waren. Ich muss das